Hangout. Ach so, Blabla. Alendra. Moin, moin. Hey, grüß dich, Adam. Abi. Ah, Ich ja. trinke meinen frisch gepressten Orangensaft mit Fruchtfleisch. Ah. Es ist immer traurig, dass man sich eine Orange kaufen muss, um überhaupt einen Orangensaft zu haben. Ja. Also er ist gesund, ne? Er lebt gesund. Das auf Na, jeden Fall. eigentlich nicht. Das ist eigentlich sehr barbarisch, weil Nein, 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 richtig. das ist gesundes Leben. Das Nein, eigentlich nicht. Also, wenn du jetzt ein weiterentwickelter Mensch wärst, dann könntest du da auch mit Fruchtsaft aus fernen Ländern, das getrockneterweise, also meistens Wie geht's dir, Hendra? Wo bist du gerade? gefrorenerweise getrocknet. Bist du irgendwie gerade zu Hause oder bist du gerade im Garten bei dir zu Hause oder was? Das da hinten ist mein Pool. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hm? Kann man das sehen? Das da hinten ist ein Pool. Alter, das sieht Da aber richtig erbärmlich aus, ey. bin ich ab und zu. Und ich wollte euch Ey, du sagen. lebst. Moment mal, also ich gucke jetzt mal in meinen Garten raus und da hängen schon massive Blätter. Und jetzt sehe ich bei dir im Hintergrund einen richtig kackigen Baum. Also. Nee, nee, Ja. also das ist von Jahreszeit zu Jahreszeit anders. Ich denke, der Hendra ist mehr im Norden. Deswegen ist das auch so. Also, ach so, du bist auf Island. Also, dann habe ich das natürlich. Habt ihr gesehen, das war das Fruchtfleisch. Aber wenn du zwei Orangen auspresst, hast du mit Fruchtfleisch 0,25, also ein Viertel Liter Orangensaft. Es lohnt sich auf jeden Fall, selber zu pressen. Ich trinke seit Jahren nur noch selbstgepressten Orangensaft. Wirklich, weil den in Tüten und so, das muss nicht sein. Das ist für Gäste. Ja, ich mache das meistens so, dass ich die Orangen einfach in der Mitte durchschneide und mir das direkt dann einfach auspresse in den Mund. Ne? Also ich, warum irgendwie das dann noch in Glas irgendwie reinballern? Das ist totaler Schwachsinn, finde ich. Naja. Dann hat man sowieso die Vitamin-C-Bombe. Also kannst du direkt auspressen und meistens dann direkt im Mülleimer. Also, Habt ihr von Kurt Schumacher das Video zu Notre Dame gesehen? Das war das intelligenteste Video, was ich bisher gesehen habe. Und ich er bin hat recht. Ich war ja in Paris und es stimmt, das war wirklich, man konnte nicht rein, es wurde immer renoviert, war eine Bauruine im Grunde. Es war immer dunkel und bedrückend, diese schönen Hochglanzbilder, das war ein schöner Moment oder so. Und er hat gemeint, da gab es einfach statisch viele Probleme und das ist alles richtig, was er so sagte. Aber trotzdem, wir Muslime, wir müssen ja Tempel, Synagogen, Kirchen und Moscheen beschützen. Das heißt, wir freuen uns nicht. Und die sich gefreut haben, die haben sich versündigt. Wir dürfen mal da uns über sowas nicht freuen, ne? Aber ich glaube, es war tatsächlich ein Unfall. es gab viele Muslime, die sich gefreut haben. Also, Naja. Das kann schon sein, aber weißt du, der Islam ist nicht das, was die Muslime tun, sondern was er halt ist. Und es gibt immer Leute, die sich schlecht benehmen. ja, aber dann kann man im Grunde sagen, irgendwie von wegen, ja, das ist nicht der Islam, irgendwie von wegen, wenn Leute Anschläge machen. Irgendwie, ja, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Es ist Das irgendwie, hat auch nichts zu tun damit. ja, aber das ist fucking Cherry-Picking, weißt du? Ah, habe ich dir schon gesagt, dass bei meinen Freunden von Ansar, wo ich ja ein paar Tage, ich habe ja sogar ein paar Streams rausgemacht von denen, aus dem Büro. Und jetzt haben die Bullen da voll in 90 Standorten SEK-Durchsuchungen gemacht. Die haben das Laminat rausgerissen, den Schrank zerlegt, die ganze Wohnung. Und das alles nur in Anführungszeichen, wegen des Verdachts der Unterstützung von Terrorismus. Und es geht um Hamas. Und jetzt passt auf. Soviel ich weiß, ist Hamas in Deutschland gar keine verbotene Terrororganisation, wie zum Beispiel die PKK, aber es ist in der EU verboten. Und jetzt habe ich mal eine ganz einfache Frage. Ich bin voll der Experte, aber ich kann sie nicht beantworten. Was ist, wenn in der EU was verboten ist, aber in Frankreich erlaubt und in Deutschland auch? Wie wird es dann gehandhabt? Keine Ahnung. Ja, es ist ja, diese ganze Scheiße, Alter, ist sowieso,
ein beschissenes Minenfeld, Alter. Davon mal abgesehen, diese ganzen EU-Gesetze sind ein beschissenes Minenfeld. Und deswegen hat auch keiner mehr Bock darauf. Und deswegen wollen sie es auch. Und ich glaube, deswegen über diese Schiene wollen sie es auch globalisieren. Weil dann nur Leute, die über dieses beschissene Minenfeld immer gehen werden, dann halt ja, den Handel betreiben können, ne? Sieht man schön den Pool da hinten, die Abgrenzung und so? Ich hoffe schon, ne? Aber das Wasser ist noch nicht drin. Erst Ende April kommt wieder Wasser rein. Wir wollen es ja nicht übertreiben, ne? Sonst müsste man den beheizen. Und allein eine Befüllung kostet schon 500 €, weil das Wasser ein Kubikmeter kostet hier 1,90. Im Gazastreifen kostet ein Kubikmeter 400 US-Dollar das Wasser. Und Ansar hat eine Wasseraufbereitungsanlage gebaut, die 80.000 Menschen pro Tag Wasser produziert. Also sechs Laster müssen wir den ganzen Tag hin und her fahren, um das Wasser, was wir produzieren. Und ich glaube, das mag der Benjamin Netanyahu nicht. Und darum hat er dem Innenministerium gesagt, Ansar, die müssen unbedingt platt gemacht werden und so. Und darum hat der Seehofer gesagt, ja, Israel, das machen wir. Und dann sind die rein zu Ansar und haben den Laminat aufgerissen, haben 80 Dinger weggemacht, bei 80 Standorten. Die haben 80-Jährige, SEK-Besuch bei 80-Jährigen. Die sind jetzt traumatisiert und pennen im Büro. Nee, nicht im Büro, im Hotel. Und die Wohnungen sind alle verwüstet. Und das war meines Erachtens völlig unverhältnismäßig. Außerdem habe ich gehört, dass irgendein Mitarbeiter hat sich getrennt von einer Frau. Also ich kenne den Hintergrund, darum verrate ich euch jetzt. Und diese Frau, die war so sauer auf ihn, dass sie wegen der Scheidung, dass sie dann zu den Bullen gegangen ist und dann hat sie gesagt, ja, ich weiß alles über Ansar, die haben überall Wanzen und die unterstützen Terroristen. Und dann haben die Bullen wahrscheinlich Dienst nach Vorschrift gemacht, da sowieso das politisch gewollt ist, einzureiten. Und nur wegen einer miesen Schlampe, einer verschmähten Frau, wahrscheinlich, sie hat ihren Teil dazu beigetragen, dass es zu dieser verrückten Razzia kam. Und natürlich dieser Seehofer, der also bei mir ausgeschissen hat. Ich habe ihm damals einen Brief geschrieben, geliebter Landesvater und so, aber das ist vorbei. Ich habe ihm jetzt über Twitter geschrieben, ich hoffe, du brennst in der Hölle. Du hast deine Frau betrogen und verraten mit deiner unehelichen Tochter. Du hast auch die CSU verraten und Leute wie du verraten auch Deutschland. Und ich hoffe, du schmorst in der Hölle, Horst Seehofer, habe ich geschrieben. Das meine ich so, wirklich. Blöder Sack. Hübsch, die Bäumchen. Warte mal. Ich glaube, ich presse mir jetzt noch einen Orangensaft aus. Ich höre nichts. Seid ihr alle still oder? Ist die Verbindung schlecht? Ach, irgendeiner hat mich leise gestellt. Doch, doch, wir hören dir schon. Ach, na gut, ja. Und das mit Irgendeiner Not spricht da oben. und das mit Notre Dame, das ist, weißt du, der Bodo Schickentanz hat jetzt gesagt, ja, das könnte der Macron selber gemacht haben und so. Ich glaube, es war ein Unfall. Ich glaube, es war ein Unfall, weil der Dachstuhl war aus Holz und dann das viele Blei, was verarbeitet war, das ist sehr schwierig zu löschen. Ja, Und wenn das ich glaube, flüssig wird, ja, bestimmt. Die Hitze. ja. Also ich denke, was ich gehört habe, dass das Feuer da ausgebrochen ist, wo Mohammedaner gearbeitet haben an den Baustellen, ne, in den Gerüsten. Da soll das ausgebrochen sein. Ja, nee, Du bist so. siehst du, ich kriege doch die Werbung, die Informationen, verschiedene Werbung. Und dann sagt man, dass einer mit so einer weißen Mütze, der wäre dann oben in den Gängen lang gelaufen, bevor es angefangen hat zu brennen. Habe ich auch Ja, Videoaufnahmen gesehen. weißt du was, ganz ehrlich, ich meine, der Macron arbeitet für die Satanistenfraktion, für Rothschild. Na Und klar, wenn klar. die Lage in den Griff bekommen können, wenn sie Notre Dame abfackeln und dann hier so, oh, bitte heute keine Gelbwesten, wir trauern um Notre Dame und so, verstehst du? Kann Ja, schon das sein. ging mir auch durch den Kopf, genau. Das, ne, wem nutzt es? Ne? Das sage ich mir immer, wenn was passiert. Ne, wem nutzt das? Alle. Krass. Die Zuwanderer bei uns im Land, wem nutzt das? Ne? Wart ihr schon mal in Paris, Notre Dame? Da sind überall diese professionellen Bettlerinnen. Naja, ich war in Paris schon. Ich bin ein paar Mal durchgefahren. Einmal mit dem Was Zug. ich mich jetzt frage, wenn jetzt Notre Dame brennt und dann die Al-Aqsa-Moschee, wirst du dann auch in den Heiligen Krieg dann. Ja, die Al-Aqsa ist da was anderes, aber wenn Dann die zieh Kaaba in, brennen würde, dann wird es wie anders gesagt, aussehen. es interessiert keinen, was du gerade sagst.
wirst du dann auch mitziehen in den Heiligen Krieg, weil die Al-Aqsa-Moschee ist ja im Prinzip das Heiligtum der Muslime. Ja, nee, die zweite ja, das zweite Heiligtum. Aber trotzdem ist es ein Grund, dann in den Heiligen Krieg zu ziehen. Welchen Heiligen Krieg hast du schon ausgerufen? Zunächst schaut mal her, das ist alkoholfreies Weißbier, ne? Steht hier drauf, alkoholfrei. Wen das ist mein Lieblingsgetränk. Ich habe gerade eine ganz wichtige Frage gestellt, und weil wir ja gleich nicht mehr online sind. Ziehst du dann auch mit den Heiligen Krieg, wenn die Al-Aqsa-Moschee brennt oder irgendwie abgerissen wird? Nummer eins, die Al-Aqsa-Moschee. Das ist extrem traurig. Das macht dich dann zu einem nicht richtigen Muslim. Nein, hör zu. Nummer eins, die Al-Aqsa-Moschee, dass sie brennt, das kann sein, aber ich glaube nicht. Es gibt eine Situation, in der wir alle verpflichtet sind, in den Krieg zu ziehen. Und zwar ist es, nachdem der Messias angekommen ist. Der Mahdi. Nein, nicht der Imam Mahdi ist nicht der Messias, aber egal jetzt. Nachdem er gekommen ist und den Antichristen getötet hat in Syrien, hier an diesem Ort. Und wenn er dann nach Jerusalem zieht, weil dort ist das Zentrum der Weltherrschaft, dann werden sich aus Khorasan Truppen unter schwarzen Bannern Richtung Jerusalem machen. Und dann, also nachdem Jesus wieder zurückgekehrt ist, dann sind wir tatsächlich alle verpflichtet mitzumachen. Das steht drin, wir sollen über den Schnee kriechen und über die Berge, egal wo wir sind. Wir gehen dann alle da runter und machen mit. Ja, aber du weißt aber, dass wahrscheinlich die große Bücherei von Alexandria von Islamgläubigen kaputt gemacht worden ist. Ne? Das Gegenteil ist der Fall. Die wichtigsten Bücher aus der antiken Welt wurden in arabischen Bibliotheken gesichert. So ist zum Beispiel das gesamte Werk des Aristoteles ausschließlich in arabischer Schrift vorhanden. Das heißt, ohne die arabischen muslimischen Bibliotheken hätten wir heute keine einzige Schrift von Aristoteles mehr. Also die Muslime haben sicher keine Bücher vernichtet. Ganz neue Informationen, die ich irgendwie bekommen habe. Ich dachte immer, das wäre im Krieg so, die Römer hatten das selbst gemacht oder ne, also die hätten das selbst verbrannt. Dann jetzt neuerdings wird das dem Muslimen zugeschrieben, dass also die große, dass die das als nicht-muslimische Machtwerke abgefackelt haben. Nein, das ist auf gar keinen Fall richtig. Das Streben nach Wissen ist ein islamischer Glaubensgrundsatz. In den siebten Himmel kommt der Krieger, Märtyrer und der Gelehrte. Ja? Aber doch nicht in den großen, wo die Leute unwissend sind, da doch nicht. Die Bilderstürmer waren auch meistens Unwissende. Und wenn die Wahhabisten, die sprengen auch Moscheen in die Luft, das weiß ich. Nein, das sind alles Kampfbegriffe. Ich kann es nur nochmal sagen, es ist ein islamischer Glaubensgrundsatz, den kennt jeder. Das Streben nach Wissen und Erkenntnis ist ein wichtiger islamischer Glaubensgrundsatz. In den siebten Himmel kommt der Gelehrte und der Krieger, also der Märtyrer. Also wir würden niemals irgendwelche Bücher oder so verbrennen. Das habe ich aber nicht bekommen. Ich bin ja häufig in islamischen Ländern und ich weiß, wie ja freitags die Kinder immer indoktriniert werden. Ne? Also das heißt, die müssen auswendig lernen. Das, was der Imam vorsingt, müssen sie nachsingen. Gibt es einen speziellen Begriff für? Warum bist du so fixiert auf die Kinder? Also ich finde das auch den Islam. Wolf, also... Zunächst einmal, Kinder sind nicht verpflichtet zu beten. Kinder müssen auch nicht am Freitagsgebet teilnehmen, das sind eher Erwachsene. Und die Kutba ist auch nichts, was man vorsingt und nachsingt, sondern da setzt man sich hin, hält die Klappe und hört zu. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das heißt, hinsetzen, zuhören, das ist ganz wichtig. Ja, das kenne ich doch, das ist doch die Grundlage jeder wissenschaftlichen Geschichte, jeder Akademie ist das die Grundlage. Sich hinsetzen, zuhören, die Meister, ja, das ist bekannt. Und in der alten Akademie in Griechenland, die gegründet wurde, da hat man die ersten Jahre nicht einmal Fragen gestellt, da hat man nur zugehört. Ne? Ich weiß nicht, ob das so schlau war, aber so war das damals. Ja, aber sie mussten ja lernen, die mussten von dem Meister lernen. Da konnte ja auch jeden Augenblick sterben. Deswegen hat das schon seinen Sinn gehabt. Ne? Also Meister fragt man erstmal nicht. Erst wenn man Geselle ist, dann kann man nachfragen. Ne? Wenn man gewisse Grundlagen hat und dann das verarbeitet in sich drin, dann kann man vielleicht Fragen stellen. Und man sollte am Anfang mal die Klappe halten. Mhm. Meister, Geselle, die Begriffe haben nichts mit der Akademie zu tun. Ja, ich meinte dieses Prinzip, das verstehen die meisten nicht. Also die verstehen meistens Geselle und sowas, das verstehen sie schon. Aber Lehrling und Geselle. Aber wenn du akademische Namen nimmst, weil die meisten hier nicht akademische Ausbildung haben und sich auch nicht mit beschäftigt haben. Es gibt ja Leute, die sagen, Akademien sind alles scheiße, die ganze Wissenschaft ist scheiße, die ganzen Universitäten sind scheiße. Ja, ich gehöre auch mit dazu. Ja. Ich habe auch,
Erzähl. Ich habe ungefähr 100 lebende Verwandte. 80% davon haben einen Hochschulabschluss und ein Viertel hat promoviert. Und ich glaube, weniger als 10 oder so haben halt leider keinen Hochschulabschluss, weil sie teilweise schon geheiratet hatten oder Kinder hatten, bevor sie studieren durften. Und in Indonesien will man nicht, dass die Menschen zu jung Kinder kriegen. Die sollen erstmal eine Ausbildung abschließen. Doch, und darum ist es bei vielen Dingen so, dass du die Schule nicht zu Ende machen darfst, wenn du einfach ein Kind kriegst und eine Ausbildung. Das ist sehr dirigistisch vom Staat vorgesehen. Ja, aber im Grunde wäre es dann ja eigentlich wünschenswert, dass sich dann Frauen Europäern hingeben in Indonesien. Die dann, das wäre wünschenswert, ja. Ja, die dann nicht so eine große Bildung haben oder so. Jetzt pass auf, Beamte dürfen Ehefrauen nur heiraten, wenn sie mindestens Abitur haben. Das heißt, wenn du Beamter bist in Indonesien, darfst du keine Frau mit Hauptschul- oder Realschulabschluss heiraten. Du darfst nur eine standardgemäß. Minimum Abitur muss sie haben. Ja, ja. Weil ein Beamter repräsentiert den Staat und bei uns soll es nach oben gehen, nicht wie in Deutschland nach unten. Ja, aber was ist, wenn ich jetzt einfach Europäer bin und ich bin Indonesierin trinken und die ist halt in diesem Status? Beamtin? Sie ist Beamtin? Ja, wenn sie jetzt Beamtin ist. Mhm. Gibt es wenig Frauen als Beamte, ne? In Indonesien, nicht so viele. Das ist doch kompletter Unsinn. Indonesien ist Matriarchat. Meine Tante ist Ministerin. Was ist, wenn ich jetzt so eine alte ficken will? Und ich bin Europäer. Also sie könnte das arrangieren, aber es dürfte halt wirklich keiner mitkriegen. Oder du heiratest. Ja, aber vor allem darfst du nicht einfach eine Muslimin, ne? Beglücken. Doch, du darfst eine Muslimin heiraten, du musst ja nur... Ja, aber nicht einfach ficken. Das darfst du nicht. Das Gesetz, dass man das ausdrücklich nicht darf, gibt es in dem Sinn nicht. Es wird indirekt formuliert. Du darfst halt nicht so hier FKK-mäßig oder YouPorn und so. Privat, wenn es keiner merkt, kannst du eigentlich machen, was du willst. Ja, aber, aber so in der Öffentlichkeit, öffentliches Leben, das ist jetzt offiziell mein Fick-Freund und so, das läuft nicht. Nee, ich weiß nicht. Das ist wirklich so. Das ist im Islam also zweischneidig. Ne? Also es gibt Homosexualität, aber die wird im Prinzip offiziell nicht dazugegeben. Das hast du überall in der Welt. Das ist ja relativ gut geregelt. Ne? Ich meine, es läuft eigentlich im Grunde. Ich meine, Nathalie hat ja im Grunde dieselbe Erfahrung gemacht. Oh, meine Fresse, als würde ich ja mit einem Vollidioten verhalten. Von der Freundin von Busti? Genau, wer? Ohne Alkohol. Ja, das ist die fette Freundin von Busti. Also die Mutter seines Kindes? Ja, die fette Frau, ja. Diese fette Frau, die ist doch nett. Muss sie so habt ihr die? Ich muss sagen, Nathalie, da sieht man, wie Frauen sind. Sie sind am Anfang aufreizend, charmant, aufmerksam, reden den Männern gut zu. Man nennt das in der Prostitution nennt man das Confidence Talk. Ja, die Nutte redet immer so mit dem Typen, dass der sich, hey, du bist der Geilste, das war der beste Fick meines jungen Lebens. Oh, ich mag so dicke, harte Typen wie dich, so dünne Typen wie den Asgard, die kann ich nicht verknusen und so. Ne? Und das ist am Anfang, wenn die Frau aber versucht, den Mann zu bringen. Lass mich aus der Scheiße raus. Dann ist sie so. Und das ist voll süß. Das konnte man bei Nathalie schön sehen, wie sie um Wursti geworben hat. Und aber schau mal, sind wir doch froh, dass sich zwei gefunden haben und Kinder gekriegt haben. Da gebe ich dir recht, Hendra. Also anstoßen darauf. Alter, ihr seid wirklich. Abstoßen auf die Kinder von Bursi und. Meine Fresse, ich finde jetzt gar keine Worte. Und, ich weiß noch nicht mal, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach nur eine behinderte Party, die hier gerade stattfindet. Ja, du bist der Oberbehinderte. Nein, du bist es. Dass du klar, das nicht ich gebe zu. Ich bin der Unterste vom Obersten, hast recht. Wisst ihr, was ich gestern gehört habe? Auch nichts von was.
gestern habe ich so, kennt ihr die Stehkriegen? Das ist eine Münchner Band. Ich kenne die Sängerin Pussy Lacrosse. Die Stehkriegen, Agro-Grün-Wald. Also eigentlich heißt es Stehkragen, ne? Das ist eine alte Modesache, so ein Stehkragen, so ein Hemd. Ja, richtig. Und die Band heißt Die Stehkrägen, also Plural. Aber Agro bedeutet nicht aggressiv, sondern das bedeutet Aktien, Geld, Grundbesitz, Opulenz, Agro. Ja. Mit K geschrieben oder mit G? A-G-G-R-O, aber es ist ein Akronym für Aktien, Geld, Grundbesitz. Ach so, ja. Reichtum und Opel, es ist halt ein Gag, es ist eine satirische Band. Agro Grünwald, eure Armut kotzt uns an. Hey, kleiner Mann, deine Armut kotzt uns an und so weiter. Oder wir essen Kaviar für Somalia, wir trinken Champagner für ganz Kenia und so. Verstehst du? Charity. Ja, das ist ein bisschen sarkastisch, ne? Ja, es ist absolut sarkastisch. Ich finde es gut. Also so eine Medienkritik, ne? Aber hast du mal. Und der Typ, der sich Erbgraf nennt, sein zu Krassenstein sein, nee, wie heißt der? Konstantin zu Krassenstein sein, so ist sein Künstlername, DJ so Erbgraf. Der richtige Titel, ne? Der ist so ähnlich, der richtige Titel, ja. Goldmann X gibt's da noch, dann DJ Yachtmeister und dann noch irgendeinen, das ist der dümmste, aber der sein zu Krassenstein sein, der macht die coolsten Texte. Der hat diese Transrapid-Demo begleitet, das müsst ihr euch anschauen, das Video, das ist so geil. Das ist München, ne? Münchner Szene, ne? Oh ja, natürlich. Und das Lustige ist, wir sind wirklich so. Ich war ja mal in Frankfurt am Main und da gibt es dann auch Schnösel. Das sind so Kinder von so dreckigen Arbeitern, die jetzt in der Bank arbeiten und denken, sie müssen jetzt einen auf Schnösel machen. Und dann sind sie so im Ostend, in der, wie heißt die, diese Oststraße. Ich habe vergessen, wie der Laden heißt. Der Adi Goldmann hat da die Projekte gemacht in der östlichen Straße, wie heißt die? Nicht Hanauer Straße, östliche Hanauer, ach scheiß drauf. Hanau ist östlich etwas, ja. Ja, also du weißt, welche Straße ich meine in Frankfurt, wo die ganzen Clubs sind. Am Ende ist das der Cocoon Club, der war dort, bis hin dieser Jude Adi Goldmann in ein Kloster verwandelte, keine Ahnung. Und ich erkenne diese Frankfurter Schnösel und als Münchner Schnösel muss ich ja immer lachen über die Frankfurter Schnösel, weil die die gucken dann immer so mit ihrem Gel und so. Und den einen habe ich dann fertig gemacht und als er so ein Jackett hatte, 120S. Und dann habe ich ihm gesagt, 120S trägt keiner mehr, seitdem es 160S Stoffe gibt. Habe ich ihm nur so gesagt, so, ja. Du meinst die Kettelfäden oder was? Ja, genau, die man sagt ja 100 Meter Stoff, 1 Gramm, das ist 100S, das ist die Standard-Wollverarbeitung und dann gibt es 120S und jetzt gibt es dank, was weiß ich, Technologie 160S. Also das ist ein Stoff, der fühlt sich an wie so ein Lachs. Ich weiß nicht, ob du einen Lachs schon mal angepasst hast. Oh, das fällt und glänzt und so, das ist so ein krasser... Seide oder gute Seide? Der, ja, also es hat... Naja, es ist Wolle, nicht Seide, aber es ist eine krasse Verarbeitung. Also krass. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, du hast ja 120S an. Da war er schon irritiert, dass ich das wusste. Und dann habe ich ihm gesagt, aber es gibt jetzt schon 160S und 120 trägt eigentlich keiner mehr. Das hat ihn natürlich umgehauen, ja, das hat ihn umgehauen. Habe ich ihm gesagt, aber wir sind ja in Frankfurt, habe ich ihm gesagt, da für jeden Tag in der Bank am Schalter und so geht schon. Die Belegschaft. Dann müsstest du ja genauso mit dem TTA sagen, du mit deinen Oldschool Hugo Boss Anzügen. Ne? Ja, pass auf, TTA ist ja Arbeiterklasse, der hat nur 100S, aber das langt ja auch. Also er ist seinem Stil an sich treu, er würde jetzt nicht mit einem 160S Ding durch die Gegend laufen. Ne? So wie also Leute, die Maus will jetzt, glaube ich, einen neuen HU aufmachen. Ich weiß Hast du schon mal einen Anzug gesehen bei dem TTA, der ihm wirklich passt? Die Maus will jetzt einen neuen HU. Ja, sollte machen. Ja, wir hören jetzt auf und ich muss jetzt nochmal nicht einen Orangensaft. Ich grill mir jetzt schnell eine Garnele oder so. Eine Riesengarnele lang. Das sind diese Riesenviecher. Ja. Also macht's gut, Leute, die Maus. Ich höre euch dann zu. Schönen Tag und hey, wir waren es nicht, wir Muslime trauen. Das ist jetzt nicht gegen dich, Hendra. Der HU geht jetzt hier halt nur jetzt halt gleich offline, weil 8 Stunden voll sind. Drum. Und vergesst nicht, Ansar braucht jetzt unser aller Hilfe und Mitgefühl. Ansar Düsseldorf.
Und Notre Dame auch ist hier im Chat. Okay. Ja, wirklich. Das ist eine Schweinerei, dieser Polizeieinsatz. Ihr pisst mich bloß wegen eurer. Mit deinem beschissenen Polizei. Evelyn, Evelyn. Ich bin, a fucking chat about this, man. Evelyn Hecht-Galinski hat doch schon geschrieben. System. Ihr seid alle System und ihr werdet alle sterben. Puh, ja, wir werden inshallah. Ich höre jetzt hier auf, Asgard, ja, auch mit dem Scheiß. Ich sag die Wahrheit. Ihr werdet alle sterben. Nadine, du wolltest jetzt noch was sagen? Sie hat den neuen HO schon reingesetzt hier im internen Chat. Ciao, Freunde. Und unterstützt Ansa. Genau. Ja, es wird auch langsam. Fuck you, so Wort, Ansa, Alter. Wer gibt einen Kick auf Ansa? Ihr seid sowas von Opfer, also. Meine Fresse, ey. Du hast mich doch nie Basket, oder? Du bist das größte Opfer von allen. Aber du hast mich lieb, oder? Nein. Du hast mich lieb. Nein.